Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongans Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Stardew Valley. Ja, ich habe ja gesagt, wenn ich habe ich auch meinem Clanbruder, ach Quatsch, Clan, meinem Ordensbruder versprochen, wenn er wenn ich mir das Spiel kaufe, dann zeige ich auch ein bisschen was davon. Der Winter ist vorbei. Der Winter war ja langweilig, kann man nicht sagen, aber es gab halt relativ wenig zu tun. Ich habe sehr viel Zeit im Bett verbracht, also hier im Spiel. Ich habe dafür hier so ein Dingsbumster bekommen. Genau, weil ich Großspender vom Museum bin, weil ich so viel Krempels. Und zwar habe ich dann im Winter beschlossen, okay, Großgartenbau betreiben kann man derzeit eh nicht. Und habe daher viel Zeit in der Mine verbracht und habe da 12 Schleimis erschlagen und bin deshalb jetzt erprobter, hast du nicht gesehen, Abenteurer, deshalb habe ich jetzt auch ein Holzschwert. Ich habe meine Axt verbessert zur Kupferaxt, weil dann konnte ich diese großen Baumscheiben dann noch schlagen. Und mit dessen Hilfe konnte ich, mit dessen Hilfe, die Axt, konnte ich diese Baumscheiben schlagen und mit deren Hilfe von diesen Baumscheiben quasi, also diese großen Dinge, die ich in normalen Axt klein kriege, konnte ich Hartholz gewinnen, weil das braucht man für, keine Ahnung, irgendwas. Haben wir mal Sommer? Frühling, sehr gut. Ja, das war eine Belohnung, die ich gekriegt habe, für hier so viel Steine abgeben. So, und da, damit habe ich jetzt auch ganz viel Metall geschmolzen, hier mit dem Schmelzofen. Was ist das denn jetzt? Was wird der denn? Hello, Kent. Er ist gestern Nacht zurückgekommen. Aha. Ja, und? Achso, okay, gut. Ja, dann. Schön. So, dann habe ich 3 Bienenkästen gebaut. Über den Winter über. Weil das, wo sind sie? Da. Das braucht Holz und Kohle und Eisen. Das ist ja relativ günstig. Bin ich mal gespannt, was die abwerfen werden. Jetzt ist da noch nichts groß gesehen. Ah, cool. Mein Aprikosenbaum hat getragen und mein Kirschbaum trägt jetzt. Können wir auch gleich verkaufen. Jetzt interessant finde ich, dass jetzt über... Ach, warte mal, meine ganzen Gerätschaften habe ich ja über Winter eingelagert. Die brauche ich jetzt ja alles wieder. Ah ja, genau. Jetzt ist auch plötzlich wieder Holz liegt hier rum. Also das respawnt quasi und noch Steine. Die müssen wir gleich mal wegmachen. Weil ich habe, wie man sieht, ganz viele von diesen Dingern da gebaut. Und Sprinkleranlagen. Damit ich... Nein! Ah, gut. Hat's überlebt. Gut. Was machen wir hier jetzt setzen? Das macht es aber ein bisschen komplizierter, wenn man aus Versehen die Dinger da... Ja, dann setze ich den halt. Aber auch interessant zu wissen. Dass man die nicht irgendwo setzen kann, wo der Boden gehackt ist. Sie nur auf quasi ungehackten Boden sind. Das macht es ein bisschen schwieriger, weil das ein bisschen hakelig ist, die Steuerung. Meiner Meinung nach. Ja, das ist ein bisschen fummelig. Nur fand ich eben die Preis-Leistung von den großen Sprinklern nicht überzeugend. Muss ich ehrlich zugeben. Daher mache ich mir jetzt halt lieber die Arbeit hier. Das gibt's doch nicht. Na gut, das Gute ist natürlich, wenn man 2-3 Tage den Boden nett hackt, dann wird er wieder hier, geht er wieder zurück.
Das macht es ein bisschen. Achso, genau. Und dann habe ich auch über Winter hier die Dings gesetzt. Also so diese Baumsamen, die ich da ja geerntet hatte. Also hier von den Bäumen, die ich gefällt habe. Achso. Ja, kann ich gleich schon erklären. Das da ist ein Meteorit. Mitten im Winter hat es auf einmal morgens stand da, heute Nacht hat es großen Knall gegeben und dann lag der hier rum. Den kann ich mit meiner normalen Spitzhacke nicht klein kriegen. Deshalb weiß ich, was der mir groß bringen wird. So, wobei das gerade nicht so hell war eigentlich, weil, wenn ich mich richtig entsinne, gießen ja nur diese Felder in der, also, ja, Diagonalen und, also in der Senkrechten und der Waagrechten. Und den Rest muss ich dann doch wieder mit der Gießkanne wässern. Wobei, deshalb habe ich die hier so versetzt. Weil der wässert den und der wässert dann den und den und so bekomme ich dann doch mit der Zeit theoretisch. Also sobald das hier wieder frei ist, werde ich ja wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und achso, da sind sie. Noch mehr von diesen Teilen dann setzen. Für diese Sprinkleranlagen. Finde ich auf jeden Fall eine sehr schicke Sache. So, das ist so ein... Warte, ich stehen gesetzt? Das ist ein nein, das ist kein Obstbäumchen von mir. Das ist so ein Obstbaum von mir. Meine Obstbäume sind der und der. So. Ich habe jetzt so ein bisschen Geld zusammengespart. Ah, sehr schön, Kohle. Nein! Okay, wieder was gelernt. Wenn da was wächst, wenn da einer von diesen Bäumen keimt, kann man die mit der Sense kaputt machen. Okay, wieder was gelernt. Ja, relativ teilweise sehr schmerzhafte Lernprozesse im Spiel. So, gucken wir mal, ob die Fledermäuse schon wieder eine Frucht für mich haben. Dann gehen wir schnell in die Stadt. Wartet mal gleich. Das hätte ich eigentlich vielleicht erst machen können. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch offen hat. Gute Frage. Werden wir gleich sehen. Also der Pierre, Versamen zu kaufen. Ich habe fast die Befürchtung, dass der schon zu hat, bis ich hinkomme. Ich habe ja immer noch keine Fortbewegungsmöglichkeit. Ah, hat auch offen. Sehr gut. So, Moment mal, das war der. Ja genau, der hat aber 10 Tage gebraucht. Der ist neu. Knoblauch hatte ich, glaube ich, letztes Jahr nicht. Ich bin ja eigentlich immer ein großer Fan von Pflanzen, die man nur einmal setzt. Und dann kann man da immer wieder ernten. Aber dafür den Frühling gibt es dann nur die Bohnen. Und die brauchen halt relativ lang, bis sie überhaupt mal gewachsen sind. Überzeugt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, die fand ich gar nicht schlecht. Was waren den 6 Tage? Hatte ich eigentlich noch irgendeinen Auftrag für irgendwelche Pflanzen? Ich weiß, irgendjemand will immer noch einen Blumenkohl von mir. Natürlich soll ich gerade... Ah, ja gut, das ist Sommer. Amaranth, das ist auch nicht. Jetzt, Melone ist jetzt nicht. Okay,
Also, ja, okay, es gibt so Sachen, mit denen kann man tatsächlich schneller irgendwo hin, da muss man nicht laufen, aber ich finde dann, der Kosten-Nutzen ist dann doch relativ bescheiden. Jetzt habe ich aber noch ganz gut finanzielle Reserven. Ich denke, ich werde dann mir noch so Sprinkler bauen. Wenn ich die hier schon wachsen sehe, dann sammeln wir die auch noch gleich auf dem Weg ein. Mich nochmal, kann man den Samen eigentlich wieder gewinnen? Oder ist er dann weg? Ja, komm, ist egal. Bevor ich dann den Samen verliere, dann gieße man halt doch wieder mit der Gießkanne. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, für was er bespringt, wenn ich dann doch gießen muss. Die Gießen haben ja heute den Boden noch nicht gegossen, weil der Boden ja noch nicht gehackt war. Und ich konnte das im Vorfeld ja nicht machen, weil im Winter kann man nicht hacken. Aber jeder, der irgendwann mal schon gegärtnet hat oder irgendwas mit Plumme zu tun hat oder Krummbeere oder hast du nicht gesehen, der weiß, wenn ich was pflanze, egal ob ein Samen oder ein Setzling, muss ich gleich gut tüchtig angießen. Weil man bei Samen natürlich aufpassen muss, da steht aber, wenn man eine Packung kauft, steht zum Allgemeinen drauf, dass, und da kommen wir auf den Boden natürlich an, den man da hat, das soll man immer im Vorfeld, gerade wenn man direkt in den Boden sieht, den Boden ein bisschen vorbearbeiten, damit das nicht verschlimmt. Ja, wenn man ein bisschen lehmhaltigen Boden hat, wenn man da zu viel gießt, dann verschlemmt man natürlich den Boden und das ist dann wiederum auch nicht so gut, gerade für die Samen oder für die kleinen Setzlinge. Oh ja, ich sehe es gerade. Das ist natürlich irgendwie schon doof mit der... Mit der Vogelscheuche hier. Dann überlege ich mir, ob ich stattdessen nicht hier oberhalb von der Vogelscheuche, da ist ja nichts, da dann so ein Bewässerungsding setzt. Dann brauche ich zwar das nicht zu gießen und das da, aber übrigens das und das Feld habe ich dann gegossen. Ist natürlich doof. Ja, nee, oder, ja genau, hier, nein, falsch, stimmt, hier gehört die eine hin, die habe ich aus Versehen weggehackt. Ja, dann setzen wir da morgen noch die anderen zwei Kartoffeln. Heute aber nicht mehr. Ist nämlich spät. Schön, außerdem wollte ich ja noch ein Obstbäumchen kaufen. Mm-hmm.
So, und heute sieht man das auch schon. Jetzt, wo der Boden ja gehackt ist, hat das automatisch gegossen. Jetzt muss ich im Prinzip nur noch wirklich die gießen, die ich jetzt hier nicht richtig gesetzt hatte. So. Moment, wir können erstmal kurz in den... ganz kurz noch in die Fledermaushöhle gucken, ob da was Schönes für mich liegt. Oh ja. Sehr schön. Das bringt gut Geld. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas großartig passiert ist. Nö, eigentlich nicht. Achso, ich wollte ja vielleicht mal zu der Adventures Guild marschieren, damit ihr die mal von innen seht. Achso, stimmt, ist noch nicht offen. Ja, okay, dann marschieren wir zuerst zur Adventures Guild. Unterwegs können wir mal gucken, ob wir noch irgendwelche Sachen einsammeln, die wir verkaufen können. Was machen die denn auf? So, ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man diese Brücke repariert. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man hier diesen Übergang repariert, um da unten hinzukommen. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man hier in diesen Zauberwald kommt. Oder ewigen Wald, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich nehme an, dass das mit dem Zauberer zu tun hat, irgendwas. Dass ich da noch irgendwas lösen muss. Also da ist schon noch ein bisschen was zu tun. Auch dieses Spa hat sich mir nicht erschlossen. Auch hier der Bereich hier oben, den kenne ich nicht. Die Wüste, da habe ich auch keinen Zugang zu. Weil der Busstopp ja nicht funktioniert in die Wüste. Ich nehme an, das sind alles so Quests, die ich nach und nach lösen kann, die auch damit zu tun hängen, dass ich nach und nach diese Siedlung quasi denen helfe. Dann kriege ich auch nach und nach noch Zugang zu diesen anderen Plätzen. Mir war jetzt aber zuerst, ehrlich gesagt, erstmal wichtig, dass ich meine Farm finanziell auf gesunde Beine stelle. Habe da hauptsächlich dran gearbeitet, war auch nicht groß eher auf irgendwelchen Festen. Also deshalb mich auch nicht groß mit der Mine beschäftigt. Ein Vorteil habe ich aber schon, also da ich da schon unten ganz, also Stufe 7 oder unten war, ist jetzt auch dieser Aufzug wieder funktionsfähig. Kann da jetzt also schon mal so runterfahren. Hier unten ist halt natürlich nicht schlecht, um zum Beispiel Geoden zu fördern. Also hier kann man ganz viele Steine klopfen und kann deshalb ganz gut Geoden gewinnen. Deshalb habe ich da schon ganz viele im Museum gegeben, bin da hier so Big Spender und habe da schon so Gegenstände für mein Haus gekriegt. Und halt eben so Samen und Geld als Belohnung. Dem da habe ich übrigens, zu Weihnachten gab es einen schönen Event, also kurz vor Weihnachten, dass er, der lebt halt aus dem Mülltonnen, ja, der Aussteiger. Den erwischen wir quasi und dann kommt so einer raus und sagt, hier, ich weiß genau, was du machst, hier, komm doch in meine Gaststätte, du musst doch nicht aus der Mülltonne leben, ich lade dich ein. Ja. Fand ich ganz niedlich, ja. Generell finde ich, man merkt schon, dass hier hinten dran jemand steht, der schon so ein bisschen... oldschool sozial denkt, die große Supermarktkette, die kleine Tante Emma Laden aus dem kleinen Dorf verdrängen will und mit dem Aussteiger, der aus der Mülltonne lebt, dem sie dann jetzt helfe und der alte Opa, der hier die Community Center und der sich da freuen wird, wenn er wieder lebe wäre und so. Also das ist schon so, sagen wir mal so, hier steckt keiner hinten dran mit dem Spiel, der so ein Technokrat, so ein seelenloser. Wollte ich jetzt mal Papier. Achso, ich wollte einen Obstbaum noch kaufen. Ich glaube, so einen habe ich noch nicht. Ach, ich glaube eigentlich... Können wir noch einen Orangebaum setzen. Nach und nach will ich sowieso eigentlich dahin... eine Kombination aus so ein bisschen Bewässerungsfelder haben, wo so immer so gerade im Sommer so Pfeffer und so, aber ansonsten hauptsächlich auf Obstbäume und auf Bienen setzen. Achso, genau, Bienen, da wollten wir jetzt mal gucken.
damit ich im Prinzip eine Einnahmequelle habe, die ich mit relativ geringer Arbeit das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, egal. Ich glaube zwar, dass das im Spiel nicht notwendig ist, Bäume anzugießen oder zu wässern, aber, kleiner Tipp von mir, wenn ihr mal einen Apfelbaum setzt oder generell einen Baum, wenn ihr müsst jetzt mal eine ordentliche Grube ausgraben, ausheben, bevor ihr den Setzling da reinsetzen könnt. Also wenn man jetzt im normalen Gartenbaumarkt die kauft, da haben die ja so einen richtigen Wurzenballen schon. Und dann sollte man auch nicht den normalen Bo, also sollte man in diese Grube ausheben, da tut der Humus rein und ein bisschen Sand, ein bisschen lockerer Boden, dann wächst das ein bisschen besser an. Und dann natürlich das alles wieder drauf, lasst so einen kleinen leichten Absatz, sodass das nicht, sodass ihr leicht quasi das Wasser auch drin stehen können in der Baumscheibe. Und dann tüchtig angießen und auch gerade das erste Jahr immer gut gießen, gerade so Apfel-, Birnbäume und sowas, die brauchen schon ziemlich viel Wasser. Gerade wenn die noch recht jung sind. Jetzt habe ich ja doch kein Dings gesetzt, dann... jetzt habe ich im Moment aber auch kein Geld mehr, um jetzt hier noch groß weiter Bewässerungsdinger zu kaufen. Jetzt haben wir jetzt 1 Uhr. Bam, 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 bam. Jetzt habe ich kein Geld mehr, um weiter zu craften. Sonst hätte ich jetzt nämlich noch weitere Bienenstöcke gebaut und noch ein paar Sprinkler. So schnell ist die Kohle hier weg. Aber ich denke mir, die Obstbäume sind trotzdem langfristig auf jeden Fall eine gute Investition. Auch wenn sie natürlich sehr teuer sind. Ich denke, ich zocke jetzt mal kurz. Ach, guck mal, die wachsen eigentlich ganz gut an. Diese Bäume. Ich denke nicht, dass das ganz gut ist, wenn ich hier auch diese Bäumchen pflanze, damit ich auch hier in Zukunft weiter Bäume habe zum Fällen, weil... nee, das meine ich gerade gar nicht. Genau, ich bin hier mittlerweile Förster. Das heißt, das Holz, das ich schlage, bringt jetzt auch mehr Geld. Die Alternative wäre ihnen so Plünderer quasi gewesen, so dass das Zeug, der ich sammle oder so, mehr Geld bringt. Weiß ich gar nicht mehr. Ah genau, bei Combat habe ich jetzt auch einen Punkt wegen der Minenerkundung. Also, das ist nämlich übrigens auch interessant. Ich habe bis jetzt schon 95.000 paar zerquetschte an Geld quasi erwirtschaftet hier in dem Spiel. Finde ich ziemlich beeindruckend eigentlich. Wobei, wir könnten eigentlich mal... Ach, das wollte ich auch gerade gar nicht. Ah, jetzt habe ich den jungen Baum abgehauen. Ja gut, deshalb habe ich hier extra unten... Das mit der Sense muss man echt aufpassen. Ich habe extra hier diese Bäume gepflanzt. Weil man kriegt da immer mal wieder hier Samen, so zufällige. Und das ist eigentlich ganz nützlich. Da stört die Katze nicht. Guck mal, da haben wir noch mal was. Dann gehen wir noch mal zum Strand und gucken, dass wir am Strand vielleicht noch ein bisschen was einsammeln, was wieder ein bisschen Geld bringt. Ah, sehr schön, noch ein Samen. Also das ist schon ein ganz nützlicher zusätzlicher Nebenerwerb. Gerade über Winter habe ich schon sehr viel Geld eigentlich anhäufen können durch das Sammeln immer wieder von irgendeinem Zeugs. Ach, also jetzt bin ich ja verfranst. Der hier unten, der Bereich ist auch nicht ganz uninteressant für so Sachen zu sammeln. Gerade im Herbst gibt es hier die Büsche hier, die tragen im Herbst Blaubeeren. Und da habe ich über 100 Blaubeeren, glaube ich, waren es, eingesammelt. Das brachte auch ganz nett Geld.
Achso, hier kann man gar nicht durch. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt... komm, wir laufen mal zum Strand, dann setzt den nächsten Cut. Ich glaube nicht immer noch, dass die Viehwirtschaft in dem Spiel zwar ganz nett der Gimmick ist, letztlich aber vom Nutzen, Aufwand, also hier vom Aufwand, den man treiben muss und das, was man dafür kriegt, sich nicht wirklich rechnet. Also ich denke, das Spiel bietet ja auch relativ viel auch noch so Quests und soziale Dinger hier in der Stadt. Und ich denke, wenn man den Hof so gestaltet, dass man mit möglichst wenig Aufwand trotzdem anständiges Einkommen erwirtschaftet, damit man eben die Zeit hat, sich um den anderen Kram zu kümmern. Das ist, glaube ich, sinnvoller, als wenn ich da einen riesen Heckmeck mache. Weil letztlich ist der Tag hier in dem Spiel immer sehr schnell rum. Abgesehen davon, die Müdigkeit ist mittlerweile immer das Problem. Durch die Level-Ups ist er mittlerweile ziemlich fit. Ja, also je mehr man spielt, so mehr Energie hatte. Das ist eigentlich tatsächlich dann nicht mehr so das Problem irgendwann. Aber trotzdem, die Zeit ist wirklich hier so ein Punkt in dem Spiel. Nutze den Tag, ja, Carpe Diem. Stimmt, das Museum wollte ich ja noch kurz. Mbop. Kennt jemand von euch noch dieses Lied mit Mbop? Ach, hatte ich wieder zu. Ach, schade. Ja gut, im Zweifelsfall kann man noch eine Nacht vielleicht schlafen oder so, wobei, gut, so spannend ist, ne? Da liegen halt ein Haufen Pixel rum, die halt irgendwelche Steine sein sollen. Ach, halt, ja, und einen Helm von Zwergen, eine Zwergenschriftrolle habe ich in den Minen gefunden, weil das Zwergenvolk hier in dem Berg früher wohl gewohnt hat. Also ein kleiner Fantasy-Dings. Gut, andererseits, man hätte schon denken können, wenn es hier einen Zaubererturm gibt. Das ist das Spiel, das schon, ja, sich selbst nicht bierernst nimmt, das wissen wir ja schon, aber so ein bisschen Fantasy quasi drin ist. Okay. Aber wie ihr seht, das Spiel, das ist schon ein sehr übler Zeitfresser. Also man verbringt schon sehr viel Zeit in diesem Spiel. Bis man da zu Potte kommt und ein bisschen was hingekriegt hat. Man läuft unheimlich viel herum. Es macht wirklich Spaß. Gebe ich ganz ehrlich zu, mal, sonst hätte ich ja nicht zwischen so viele Folgen gemacht. Wenn ich es richtig kacke finden würde, hätte ich nach einem Video gesagt, ja komm, ist in Ordnung. Ja, wobei, es gibt auch Spiele, da mache ich nur ein Video, finde ich nicht kacke, aber weil ich einfach erstmal keine großartig Zeit habe, oder gerade eben es nicht so mein Nerv trifft. Ja, es gibt so Spiele, die haben einfach so ihre Zeit, da hat man riesen Spaß dran. Und es gibt so Spiele, die spielt man an denen und denkt sich im Moment so, ach ja, ich weiß. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Harry Potter Filme, das ist vielleicht ein gutes Erklärung. Oder Herr der Ringe Filme. Das sind so Filme, die gucke ich unheimlich gern im Winter. Am besten, wenn draußen Schnee liegt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Aber das sind so für mich so Filme, die gucke ich unheimlich gern im Winter. Im Sommer habe ich meistens gar keine Lust, mich vor dem vor dem Bildschirm, ich habe überhaupt keinen Fernsehanschluss. Ich habe nur einen Fernseher, also dieses Ding an der Wand hängen, um halt Filme zu gucken oder auch so Serien, die ich ganz gern mag. Und im Sommer habe ich dazu überhaupt keinen Nerv. Da im Sommer spiele ich ja nicht viel PC. Da hält es mich einfach nicht drin. Da bin ich unheimlich gern draußen. Und es gibt halt einfach so Spiele, die haben halt auch so ihre Zeit. Da kann ich sagen, ja, jawohl, das ist jetzt genau das. Das gefällt mir jetzt gerade. Das kann ich jetzt mir richtig geben. Und es gibt so Spiele, da geht das halt jetzt im Moment nicht. Aber in einem halben Jahr habe ich dann davor und denke so, boah, ja, jetzt mal so ein richtig schöner Shooter, wie so Call of Duty oder sowas, wo eine richtig schöne Einzelspielerkampagne hat mit einer ganz fetten Story. Da kann ich wirklich ein ganzes Wochenende mich dran vergnügen. Und es gibt halt, wenn jetzt aber einer sagen wird, hier Monte, jetzt hast du irgendwie einen Call of Duty Teil oder irgendeinen Shooter, hier, jetzt zock mal. Hätte ich jetzt so mit, ehrlich gesagt. Deshalb komme ich auch zu Zeiten mit den beiden ersten Teilen hier von Red Faction nicht voran. Ich habe ja beide installiert. Teil 2 habe ich, glaube ich, noch gar kein Video gemacht. Und Teil 1, 2, 3, weiß ich gar nicht genau. Und weil es mich im Moment einfach nicht so auf Shooter. Auf Shooter ist im Moment nicht so. In ein paar Wochen sieht es wieder anders aus. So, aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Im Moment macht mir das hier ganz viel Spaß und es frisst halt unheimlich viel meiner Spielzeit, die ich zum Zocken habe.
Ja, aber nicht mehr so lang. Ja, das ist so ein Spiel, ich weiß jetzt schon, dass das spiele ich jetzt noch eine Zeit lang. Ich mache wahrscheinlich noch, also mindestens mal noch ein Video. Aber ich glaube, dann ist er wirklich bei mir schon wieder gut. Dann war ich lang genug da. Dann ist es für mich schon wieder nicht mehr so. Das ist kein Spiel, wo ich, also das spüre ich jetzt schon. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt bis zum letzten Winkel zu erforschen. Ich muss jetzt nicht alle 50 Millionen Quests da erfülle. Ich habe jetzt auch keine Notwendigkeit, das, den Fischfang zu perfektionieren. Also das alles brauche ich nicht. Das ist nett, ja, das gibt, aber ich brauche das jetzt nicht. Tatsächlich würde es mich nur interessieren, diese Gebiete zu erreichen, die im Moment noch für mich versperrt sind. Das würde ich tatsächlich rausfinden. Aber das werden wir sehen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.